Willkommen zu einem neuen Video hier von der Gamescom 2015. Hier wird von Astragon unter anderem der neue Bus-Simulator 16 vorgestellt. Grundsätzlich erstmal, was ist der Bus-Simulator? Also der Bus-Simulator ist ein Simulationsspiel, wo man ein Busunternehmen praktisch übernimmt von einem alten Hasen, der praktisch in Pension geht. Und das dann aufbaut. Und das gibt einmal den Simulationsteil, wo man wirklich als Busfahrer fungiert. Das ist der Kern des Spiels. Man fährt praktisch den Bus von Station zu Station und lässt Leute rein, interagiert mit den Leuten, was sehr wichtig ist, in einer offenen Stadt. Also man hat eine komplette Stadt für sich zur Verfügung. Und dann gibt es den Management-Aspekt, wo man eigene Routen erstellen kann, wo man sein Fahrtennetz ausweiten kann, neue Busse kaufen, die Busse customizen, dass sie ein bisschen den eigenen Look reinkriegen und dann auch andere Fahrer anstellen kann, um das ganze Unternehmen noch profitabler zu machen im Prinzip. Für das Spiel wurde sich schon eine Lizenz gesichert von MAN, wenn ich richtig informiert bin. Gibt es noch weitere Lizenzen? Wir haben im Moment zwei MAN-Busse und das sind alle lizenzierten Busse, die anderen sind praktisch unsere eigenen Kreationen. Welche Busse sind das? Der A23 und der A37, Lion City. Okay. Es wird im Spiel auch einen Multiplayer geben. Wie genau funktioniert der? Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass man sich einen Teilhaber der eigenen Company sozusagen an Bord holt. Das ist dann dein Freund oder wem auch immer man einlädt. Das können beliebig viele sein. Und der ganze Management-Part, also wo man die eigenen neue Routen festlegen kann, neue Fahrer anstellen und so weiter, das ist alles praktisch in der gleichen Company. Und jeder, der durch seine praktisch dann eigene Fahrten macht, trägt zum Einkommen der Gesamt- und zum Fortschritt der Gesamtcompany bei. Also praktisch, man spielt kooperativ, um das eigene Unternehmen auszubauen. Also man kann sowohl selber fahren mit den Bussen, als auch die fahren lassen? Genau. Okay. Das Fahren lassen passiert absolut automatisch. Nicht? Und man, dazwischen praktisch macht man immer wieder eine Fahrt und jede Fahrt bringt die ganze Simulation um eine Woche weiter, wo dann wieder alle Einnahmen und so weiter reinkommen. Wie sieht es mit der Modbarkeit des Spiels aus? Wir haben volle Mod-Unterstützung durch Steam Workshop. Man kann eigene Busse ins Spiel bringen, man kann die ganze Stadt, alle Texturen austauschen, man kann neue Objekte in die Stadt reinbringen, man kann gewisse Simulationsaspekte durch Parameter anpassen, man kann auch neue Decals, also eigene Logos entwerfen, um sie auf die eigenen Busse raufzuklatschen. Nicht? Und im Prinzip Werbungen und so weiter. Also das kann man alles sehr viel customizen und modden. Das heißt, das Spiel wird auch nur über Steam laufen? Genau. Okay. Gibt es denn noch irgendwie so ein Feature, wodurch sich der Bus-Simulator jetzt von anderen bereits erfolgreichen und existierenden Bus-Simulatoren abheben will? Ja, eigentlich haben wir alle drei schon angesprochen. Open World, sehr wichtig, Multiplayer und dass es ein Simulationsspiel ist. Also man fährt nicht nur eine Route, und dann muss man die wiederholen und wiederholen und wiederholen, sondern man hat diesen Management-Teil dabei, der ist komplementär dazu im Prinzip und erweitert die ganze Spielerfahrung, sodass man sich im Allgemeinen in unseren Tests also ganz klar sehr viel motivierter fühlt, das Ganze weiterzuspielen, weiterzutreiben. Man will weiterkommen, neue Busse ausprobieren, neue Sachen. Und was, denke ich, auch ein wichtiges Kernelement ist, es wird das der Alltag des Bus-Simulators simuliert. Nicht nur die reine Fahrt, also sehr technisch, Ampeln, Kreuzungen und so weiter, natürlich der auch, aber auch die Interaktion mit den Fahrgästen. Also das geht vom einfachen Ticketkauf, das haben andere Simulatoren auch schon gemacht, bis hin zu Radaumacher im Bus, den man dann eventuell rausschmeißen muss, oder betrunkene Leute, die die anderen stören könnten, Leute, die sagen, mir ist viel zu kalt, dreh die Heizung rauf, nicht? Oder irgendwie ein Auto, das eine Bushaltestelle blockiert und dann muss man einmal ordentlich weghupen. Nicht? Solche Sachen. Nicht? Oder wo einfach einmal eine Tür klemmt. Nicht? Muss halt aufstehen und die blöde Tür zudrücken. Nicht? Oder kommt der Rollstuhlfahrer, nicht? Muss man ihm eine Rampe rauslassen. Nicht? Also, und
dann am Anfang musst du manuell hingehen und die Rampe runterlassen. Nicht? Später hast du dann einen tollen Bus, da drückst du einen Knopf und der geht automatisch raus. Nicht? So, okay, man hat also auch die Möglichkeit, das Spiel aus der First-Person-Sicht quasi wahrzunehmen und auch völlig frei durch die Welt zu laufen. Genau. Wann wird das Ganze dann released werden? Q3. Okay, noch dieses Jahr. Okay, da dürfen wir also auf jeden Fall gespannt sein, was dann mit dem Bus-Simulator 16 auf den Markt kommen wird. Wir bleiben dran. Das war's von der Gamescom 2015. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.